Ja. Und noch ein Mülleimer. Weil wir es können. Haben wir da die da, ne? Jo. Okay, gut. Chief Beef. Alles klar, so, damit haben wir wieder Kundenwünsche abgebügelt. Ich wünsche, in dem Park gäbe es Toiletten, auch das wäre nicht schlecht. Szenerie, Moment. Toy, da. Piratentoiletten. Boso der Clown, das Ding ist so gruselig. Piratentoiletten, naja, die sind halt riesig, ne? Was sind das? Sci-Fi-Toiletten 1, die sind auch riesig. Wir gucken mal, ob wir normale Gebäude hier haben. Gebäude, und zwar kleine Gebäude. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich, das ist doof. Das ist ein bisschen schwach, ja. Läden- und Servicegebäude, naja gut, dann eben Piratentoiletten. Hier wollen wir natürlich noch durchbauen, da können sie also schon mal nicht hin. Andererseits, hier könnte man sie natürlich hinstellen. Beziehungsweise auch am Parkeingang eventuell, ja. Aber das sieht natürlich auch scheiße aus, ne? Dann probieren wir es lieber mal hier. The Cube wurde repariert, gut. The Cube, Alter. So. Yo, da geht was und das Scheißhaus muss natürlich Geld kosten. Den können wir schließen. Okay, und hier der Toilettenblock 7. Direkt mal, natürlich mit Anpassung. $1. So. S-Haus 1. Okay, gut. Jetzt müssten wir auch noch andere Sachen hier anpassen. Attraktionen und Läden. Und zwar Läden. Chief Beef. 1. Und Preise anpassen. Cosmic Cow Milkshake 1. Preise anpassen. Dann Scheißhaus 1. Und das andere ist Scheißhaus 2. Allerdings werden wir da wahrscheinlich niemals Zugriff drauf geben. Dementsprechend können wir das Gebäude modifizieren. Bearbeiten. Und dann das hier. Das hier. Das Scheißhaus da drinne. Gut, ins Scheißhaus rein, so. Boom, entfernen. Und die Wand vielleicht schließen. Haben wir hier eine normale Wand. Einfach nur eine Wand. Bemalte Holzbretter, von mir aus auch das. Ja, da. Komm da rein, in die Tür. Bisschen nach hinten wäre noch gut, weil das sieht irgendwie strange aus. Das kann weg. Das kann weg. Das ganze Ding da kann weg. Ja, so. Und dann das hier. Können wir es klonen? Ja, können wir. Kopieren und dann da einsetzen. Bam, dann ist das zu. So. Okay, fertig. Alles klar. So, das Scheißhaus ist also weg. So muss das sein. Okay. Das sieht gut aus. Es kostet, richtig? $1, jawohl. Und ist angeglichen. Hotels gibt es wieder keine. Rest ist angeglichen. Psycholaden, technisches Problem. Einige Läden sind sehr überlaufen. Cosmic Cow und Chief Beef. Natürlich. Cosmic Cow und Chief Beef sind zu viele. Egal, trotzdem mal gucken. Die Warteschlange für Insanity war voll. Hier gibt es nicht genug zu tun, ich gehe nach Hause. Well, 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 dann geh doch nach Hause. Oder zu Netto, was auch immer. Zu Insanity, das ist das hier, ne? Wir könnten die Warteschlange natürlich vergrößern. Oh Mann, Kotze. Okay, wir brauchen Putzpersonal, ganz klar. Nee, nicht Techniker, Putzpersonal. Ah. 3 Stück und dann können wir die vielleicht sogar schon mal fortbilden. Personaltechnisch gesehen ist das vielleicht gar nicht so blöd. Ja, die brauchen keine Fortbildung, aber die. Hausmeister. Ja, es geht noch nicht. Okay.
Wie lange jetzt? Einfach 4, oder was? Ah ja, und die. Okay, kriegt ihr direkt mal ein bisschen mehr Geld. Und Schnauze gehalten, I guess. I guess. Gut. Gut, gut. Hier gibt's nicht so viel zu tun. Also die stehen da echt an wie Sau. Das heißt, es geht. So lange warte ich auf Wild Blues, mir egal. Psychola wurde repariert, Gott sei Dank. Ah, der Cube hat ein technisches Problem. Nee, jetzt nicht mehr. Ah, die stehen da auch gut an. Alles klar, das passt. Ich wünschte, in diesem Park gäbe es Toiletten. Ist jetzt so. Cosmic Cow Milkshakes ist voll. Ja, wir müssen die Wartungsarbeiten, Intervalle natürlich entsprechend besser einstellen. Alle 10 Minuten. Hier auch alle 10 Minuten. Ich halt besetzt hier. Zack, bam. Alle 10 Minuten. Okay. Insanity ist sehr billig. Gut. Ist das so? Na gut, 92%. Dann machen wir Insanity halt eben teurer. 9 Dollar. Wie sieht's hier aus mit der Warteschlange? 100%. 16% ist ein bisschen schwach. Hier haben wir 100%. Also hier müssen wir noch ein bisschen was an der Szenerie verschönern. Dann gucken wir doch mal. Warte mal, was haben wir denn vorgefertigt? Ein paar Sachen haben wir vorgefertigt, aber das hält sich eher in Grenzen. Das futuristisch. Eigentlich ist es schon futuristisch. Passt das dahin? Er ist schon wieder zu groß. Schade. Was kleineres denn? Das da? Oder halt einfach mal das Sci-Fi-Brunne. Sci-Fi-Brunne. Das ist natürlich dumm. Da ist überhaupt kein Platz für irgendwas. Na gut. Aber ist okay. Lassen wir es erstmal so. Und schauen mal, ob wir irgendwas hier noch reisen können als nächstes. 4000, okay. Im Achterbahn haben wir sogar. Whirlwind. Und Steel Vengeance. Was muss denn die haben, die Achterbahn? 700 Meter auf jeden Fall. 750. 5 Spaß, 4 Nervenkitzel, 6 Übelkeit. Aha. Aber ich glaube, die ist nicht lang genug, die Whirlwind, oder? Nee, ich glaube nicht. Die ist im Lebeke 700 Meter lang. Macht ja aber auch erstmal nichts. Was ist denn das? What is this? Okay, gut. Forschung. Wir brauchen auf jeden Fall was. Und zwar Nervenkitzelfahrgeschäfte. Geldautomaten und Achterbahnen. Aber erstmal Nervenkitzelfahrgeschäfte. Um 4G rauszubekommen, das wäre nicht schlecht. Glaube ich zumindest. Let's speed some. Speed some. Natürlich die Personalzufriedenheit im Auge behalten, aber das sieht gut aus. Die Warteschlange für Insanity war voll. Wenn das nächste Mal ein technisches Problem hat, dann werde ich auf jeden Fall hier die Warteschlange nochmal verlängern. Irgendwie haben wir nicht so viel Umsatz gemacht. Oh mein Gott, na gut. Eigentlich müssen wir warten, bis er hier ein technisches Problem bekommt, ja. Sonstige Ansagen hier. Cosmic Cow ist voll, Chief Beef ist voll. Okay, rein theoretisch könnten wir jetzt natürlich noch mehr Chief Beef und so bauen. Cosmic Cow. Passt der dahin, ist die Frage. Läden und Servicegebäude. Chief Beef? Ja, der passt dahin. Logger. Logger. So. Tasty. Chief Beef. 2. Und da kommen sie schon angerannt. So, dann machen wir noch ein paar Bänke drumherum. Bänke, 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 Bänke. Szenerie. Angepasst. Big Shiz und Bänke. There you go. Chief Beef und Tasty. Tasty. Die Mülltonne zu vergessen. Sonst.
Okay. That is tasty indeed. Ich hoffe, das klappt. Und dann... Cosmic Cow. Nicht sicher, wo ich den hinpacken soll. Aber werden wir auch sehen, ob das klappt. So. Hat er ein technisches Problem? Nein, doch. Gut. Jetzt können wir nämlich auf jeden Fall die Warteschlange anpassen. Premium Pass. Ja, Premium Pass könnten wir auch mal machen. Wege. So. Warteschlange. Da können wir nämlich jetzt hier machen. So. Dann machen wir mal einen Tasty. So. Damit die Warteschlange nicht ständig voll ist. Das Gelände ist zu uneben. Aha. Bullshit. Als noch. Really? Na gut, dann so. Na, dafür sorgen, dass das klappt. So. Ja? Nee, das passt nicht. Das passt. Wie sieht das denn aus? Ja, ist egal. Okay, gut. Und dann hoffen wir, dass er gleich repariert wird. Alle 10 Minuten waren gesagt, ne? Ja, okay, gut. Schauen wir mal. Ja, das sieht überhaupt nicht strange aus. Der Cube hat auch ein technisches Problem. Da kommt der Techniker. Und der Putzi. Itchy. Personal. Wie sieht das aus? Techniker. Also bei denen passt's. So. Keine Animateure, Verkäufer. So. Und Techniker. Inspiziert Psycola. Ja, das hätte ich ihm auch gerade. $5 Höhe. Und ab dafür. So, jetzt ist das auch nicht mehr so voll. Ich hoffe, das geht sich preislich aus. Obwohl die zwei natürlich jetzt ein technisches Problem hatten. Was ziemlich ungeil ist. Milde ausgedrückt. Hier fliegt viel zu viel Kotze rum, by the way. Okay, Übersicht. Ich bin in Kotze getreten. Jetzt ist das nämlich das Hauptproblem. Das habe ich mir schon gedacht. Wir haben aber auch zu wenig Putzpersonal dafür, ganz klar. Mehr Hausmeister. Und wahrscheinlich auch noch einen Plan mehr. Weil Cube führt nämlich dazu, dass die meisten Leute kotzen. Eigentlich ist es nur der Cube, oder? Ja. Zumindest aktuell. Hier sieht es eher nicht so aus. Es ist nur der Cube. Ja, da kommen sie schon. Jetzt ist die Kotze weg. So sieht's aus. Okay. Sweet. Minus. Ja, hammergeil. Ich es nicht drauf hab, Gut, liegt aber auch daran, dass wir Forschung betreiben wahrscheinlich. Unter anderem. Viele Mülltonnen im Park quellen über. Ja, ja, wir kriegen das schon in den Griff. Chill mal. Gut, trotzdem mehr Hausmeister fortbilden. So, dass die das hier richtig machen, ja. Guck mal, bam, bam. So. Alright, wie sieht's mit den Technikern aus? Die brauchen natürlich auch eine entsprechende Fortbildung. Damit es denen auch gut geht und die das alles so in den Griff bekommen, dass das auch funktioniert. Okay, wie sieht's mit den Gästen aus? Personalzufriedenheit ist awesome. Insanity ist wirklich preiswert und Psycola ist wirklich preiswert, okay. Insanity 50 Cent mehr, Psycola 50 Cent mehr. Ich bin in Erbrochenes getreten, ich habe Durst. Cosmic Cow Milkshakes ist voll. Okay, wir brauchen doch noch einen zweiten Cosmic Cock. Cosmic Cock Part 2 Need Somewhere. Cosmic direkt neben dem Klo, hä? Bin mir nicht sicher, hier könnte er noch hinpassen, ja. Komm, machen wir hier noch einen hin.